Da bin ich auch schon wieder und die Jenny hat uns noch geschrieben. Das ist alles nur ein Traum. Oder? So muss es doch sein. Wie meinst du das? Ich wünschte, es wäre so. Ich wünschte, es wäre so, so ein bisschen widersprechen. Ne? Dann könnten wir so verschlechtern. Deswegen nehme ich das Erste. Alicia und Danu sind tot. Ein Serienmörder hat Amy in seiner Gewalt. Und jetzt werden Caro und Ben von einem Monster durch Katakomben gejagt. Das kann doch nur ein Albtraum sein. Ich bin so dankbar, dass du und Betty nicht in Panik verfallt. Ich könnte die drei nicht durch die Gänge lenken. Der Plan verschwimmt immer wieder vor meinen Augen. So sehr zittere ich. Mann, die tut so auf. Ängstlich und... Ich will nicht sagen doof, aber teilweise so, ne? So dieses, das würde, ich würde das nicht hinkriegen. Und ich habe so viel Angst und bla und... Das ist auch so auffällig. Verdammt. Glaub mir, für mich ist es auch schwer, nicht durchzudrehen. Ich versuche es zumindest. Ich lasse nicht zu, dass Caro, Ben und Fontana Argus zum Opfer fallen. Ich hoffe, Betty hat den richtigen Weg genannt. Eure Gruppe braucht jemanden mit einem kühlen Kopf. Ich lasse nicht zu, dass sie zum Opfer fallen. Dass sie Argus zum Opfer fallen. Das rechne ich dir wirklich hoch an. Okay, kleiner Chat zwischendurch, jetzt geht's hier weiter. Caro. Ich glaube, wir haben das Ding vorerst abgehängt. Gott, ich zittere immer noch am ganzen Körper. Ben. Wir alle, es fühlt sich an, als wären wir direkt in der Hölle gelandet. Ihr müsst weiter, wo genau seid ihr jetzt? Ist mit Professor, mit Prof Fontane alles okay? Seid ihr sicher, dass ihr Argus abgehängt habt? Habt ihr das Buch noch bei euch? Ist scheißegal, die müssen da raus. Scheiß auf das Buch, die müssen da raus. Wo seid ihr jetzt? Wir haben keine Zeit jetzt zu quatschen. Wir sind Bettys Anweisung gefolgt. Wir befinden uns jetzt in einem Raum mit drei möglichen Wegen. Geradeaus, links oder rechts, ne? Ach du Scheiße! Hier liegen noch mehr Skelette. Oh nein. Nicht gut, gar nicht gut. Okay, Betty hat gesagt, nur ganz kurz, runder Raum, dann nach rechts. So, und dann sind sie in einem Raum mit drei Gängen. Dann sind sie in diesem zweiten runden Raum, in diesem oberen, denke ich mal. Okay, was können wir antworten? Was hat das zu bedeuten? Noch mehr Leichen, wo seid ihr da nur gelandet? Argus musste sich von irgendwas ernähren. Tja, irgendwie sind das alles wieder so Antworten. Wo seid ihr da nur gelandet, ist halt wieder klar. Da, wo Argus halt mal gefangen war. Noch mehr Leichen, ja, ist halt, ja. Was hat das zu bedeuten? Ja, dass Argus Hunger hatte. Keine Ahnung. Ich nehme das Letzte. Das sind alles irgendwie, ich weiß nicht. Schwierig. Hier liegen noch mehrere Dutzend Skelette, Ben. Fuck, das ist sowas wie ein Friedhof. Ein Massengrab. Lilly? Leute, mir kommt gerade ein schrecklicher Verdacht. Argus musste sich ernähren. Ganz Westbrook wirkt wie ausgestorben. Selbst das Hotel war verlassen. Ja.
Was, wenn Argus nach seinem Ausbruch vor 3 Jahren die ganzen Dorfbewohner getötet und dann deren Leichen hier in den Höhlen versteckt hat? Aber er hat die noch versteckt? Dann ist er wirklich sehr intelligent. Jenny, meinst du echt? Alter, schon wieder so ein Kommentar. Schon wieder so ein Kommentar. Jenny, du machst dich sehr verdächtig momentan. Ohne Spaß? Lilly, ja, entweder das oder Argus hat sie in die Höhlen gelockt und dort getötet. Betty, ein ganzes Dorf verschwindet und niemand fällt es auf? Wieso nicht? Ein Kaff im Nirgendwo. Und wenn auch noch Argus seine Kräfte im Spiel hat, dann ist Argus noch viel mächtiger als angenommen. Das kann doch nicht möglich sein. Ich sag's nur ungern, aber das klingt plausibel. Ja, ich finde, es klingt plausibel. Weil guck mal, was wir für Schwierigkeiten hatten, dieses Dorf zu finden. Das war ein sehr, sehr abgeschottetes Dorf. Lilly, nach Jahrzehnten in Gefangenschaft war Argus wahrscheinlich sehr hungrig. Caro, okay, das reicht, genug durchgeatmet. Ja, ihr solltet jetzt weiter. Wir sind in einem runden oder rautenförmigen Raum mit 3 möglichen Wegen. Den haben wir schon entdeckt. Bitte helft uns, welchen müssen wir nehmen? So, also. Wenn sie nach links gehen würden, ne, gehen wir mal davon aus, sie stehen richtig rum sozusagen. Nicht irgendwie anders. Wenn sie nach links gehen würden, würden sie in dieses Viereck kommen und dann, da würden sie theoretisch auch zu dieser Treppe kommen, ne? Dann würden sie da links diesen Weg lang, dann hoch, dann ganz oben links in der Ecke, dann könnten sie ja nach rechts. Und das unten dran auch irgendwas, was aussieht wie so eine Brücke oder sowas, ne? Und dann ist man in dem Raum mit der Treppe. Wenn sie geradeaus gehen, sind sie direkt in der Sackgasse. Wenn sie rechts gehen, kommen sie direkt in den Raum mit der Treppe. Also sollten sie nach rechts gehen, sagen wir mal, ne? Da kommen sie direkt in den Raum mit der Treppe. Danke, verschwinden wir endlich aus diesen verfluchten Katakomben. Oh shit. Das war schnell. Ich befürchte, Argus hat uns gefunden, Ben. Das Knurren kommt wieder näher. Lilly? Legt das Handy weg. Es darf euch nicht kriegen. Die Spannung steigt. Jenny? Wieder ein komischer Kommentar? Oh Gott, ich habe solche Angst um die 3. Ben? Endlich, hier geht es raus. Caro? Und die Geräusche werden leiser. Haben wir es geschafft? Sie ruft an. Tausend Dank, Alter. Das muss der richtige Weg gewesen sein. Was? Dort vorne ist ein Tor nach draußen. Willst du mich verarschen? Leider ist es verschlossen. Willst du mich verarschen? Ich frage gerade, ob er es irgendwie aufbekommt. Und wie? Ah, das Tor ist offen. Wir melden uns zeitnah. Boah, wisst ihr gerade, ich dachte gerade... Wisst ihr, warum ich mich gerade so erschrocken habe? Warum ich gerade so reagiert habe? Ich hatte gerade voll Gänsehaut. Das war ja ganz creepy gerade. Weil man denkt die ganze Zeit nicht an Fontane. Man denkt ja die ganze Zeit nicht, weil die dann nicht mit in der Gruppe ist, dass die da ja bei ist. Ich hatte voll Gänsehaut, weil Caro hat angerufen und ich bin natürlich von ausgegangen, dass Caro dann da steht, wenn da jemand steht. Oder Ben. Aber an Fontane habe ich gerade gar nicht mehr gedacht und deswegen hatte ich gerade so diesen Gänsehaut-What-the-fuck-Moment, wer ist denn das? Bin ich da der Einzige, der das gerade hatte oder wahrscheinlich. Sorry, ich muss das nochmal angucken, weil ich nochmal hören muss, was sie genau gesagt hat. Weil ich gerade ein bisschen, ja. Tut mir leid, aber ja. Also viele schöne Videos, ne? Okay, wir gucken nochmal, wir hören nochmal zu. Tausend Dank, das muss der richtige Weg gewesen sein. Dort vorne ist ein Tor nach draußen. Leider ist es verschlossen.
Ben versucht gerade, ob er es irgendwie aufbekommt. Und wie? Ah, das Tor ist offen. Wir melden uns zeitnah. Okay. Da war ein Tor. Ich dachte, es ist noch ein Rätsel gleich. Irgendwie fand ich... Ich werde schon richtig paranoid, ey. Ich fand das richtig gruselig gerade. Weil ich dachte, Caro müsste da stehen, ne? Und dann hatte ich so dieses Video von der Bennett im Kopf mit diesem gruseligen Blick, ne? Ich dachte, irgendwas passiert da auch gleich, aber Gott sei Dank, los, nichts wie raus da, seid weiterhin wachsam. Seid weiterhin wachsam. Jenny? Ja. Jenny? Bleibt wachsam. Die Gefahr ist vielleicht noch nicht gebannt. Argus könnte noch immer irgendwo auf euch lauern. Caro? Oh, verdammt! Oh nein. Argus hat uns gefunden. Es ist hier. Alter, okay. Okay. Das ist ein lauter Schrei. Mein Gott. Okay, ich habe nichts gesagt zu den Geräuschen, ne, in den Videos und so. Ich habe niemals gesagt, dass die vielleicht ein bisschen leise sind manchmal. Ich nehme alles zurück. Denn zwischendurch hat man auch mal ein sehr lautes Geräusch und dann läuft es einem eiskalt den Rücken runter. Ja. Sie kriegen einen immer wieder, die Entwickler. Ace, entschuldige meine Abwesenheit. Bin nun wieder voll für dich da. Willkommen zurück. Ich habe wirklich nicht nach deiner Hilfe gefragt. Siehst du denn auch, was du angerichtet hast? Willkommen zurück. Danke. Hä, warum können wir den denn so direkt konfrontieren? Mit diesem, was du angerichtet hast? Hör zu. Glaub mir, ich wollte nie, dass deine Gruppe in ernsthafte Gefahr gerät. Ich wollte sie doch nur vor Gefahren schützen. Ich fühle mich unglaublich schuldig. Es tut mir wirklich leid. Nichtsdestotrotz befinden wir uns im Krieg mit einem interstellaren Wesen. Du bist doch komplett übergeschnappt, du glaubst das alles wirklich, oder? Und wir werden diesen Krieg gewinnen. Yeah. Wir werden ihn gewinnen. Ja, irgendwie muss Argus doch existieren. Also ganz im Ernst, wie soll denn das gefaked sein alles? So ist es. Dieses Buch, das deine Freunde gefunden haben. Es könnte eine entscheidende Waffe werden. Ich bin gespannt. Argus hatte anscheinend ein großes Interesse daran, euch davon fernzuhalten. Ich lese mit und bin gespannt, was Caro und Ben gleich dazu sagen. Apropos mitlesen. Zwischen dir und diesem HDL-Heini ist wohl gerade auch Funkstelle, oder? Ich schreibe dir nur noch in der Nico-Gruppe. Genau, er hat sich nicht mehr gemeldet. Wie kommst du da jetzt drauf? So schlimm finde ich es nicht. Ist jetzt nicht so lange her, dass wir Kontakt hatten. Ja gut, privat nicht. Na und, dafür haben wir ja die Gruppe. Nur so. Shadow! Nice, ich gehe mal ran. Hey, ich bin Shadow.
Lass dich nicht vom Namen oder der Maske irritieren. Ich bin eine Freundin von Tim. Er hat mir deine Nummer gegeben. Ich melde mich wegen diesem Ace. Ich glaube echt, das ist nicht so eine gute Idee, weiter mit ihm zusammenzuarbeiten. Shadow! Bitte schreib uns an. Schreib uns an, komm. Komm. Ja! Oh, ich freue mich gerade voll. Shadow. Oh, ich freue mich mega gerade. Vor allem im letzten Spiel hatten wir Wolf und Shadow haben wir seit The Healing jetzt vermisst. Und es wurde wirklich danach geschrien, dass wir Shadow auch mal wieder, ne, mit Shadow auch mal wieder schreiben können und so. Shadow wieder als, boah, ich freue mich voll. Ich hoffe, das bleibt jetzt auch so. Hey Sebastian, so, jetzt hast du auch meinen Kontakt. Wer genau bist du jetzt nochmal? Schön, dich kennenzulernen. Noch mehr Freaks, na klasse, woher hast du die Infos zu Ace? Schön, dich kennenzulernen. Die meisten werden Shadow kennen. Nicht alle, aber die meisten. Auch so. Oh, wie cool. Ich bin... Guck mal, sie erklärt es doch von alleine. Sagen wir mal, IT-Expertin. Dieser Ace ist ein ganz schwieriger Charakter. Ja, ist er auch. Er ist sehr, sehr, sehr... Ich kann dir bald weitere Details nennen. Okay, sie hat auch noch Hintergrundinfos. Diese möchte ich aber vorher noch verifizieren. Deshalb so viel. Sei bei ihm auf der Hut. Ben ist nun online. Okay, danke, dass du mir das sagst, Shadow. Und Shadow vertraue ich. Shadow vertraue ich sofort. Ich habe meine Gründe dafür, ne? Für die, die sich jetzt vielleicht wundern sollten. Ben. Leute, wir haben es geschafft. Wir sind draußen. Ohne euch hätten wir es niemals geschafft. Danke, Betty. Danke, Sebastian. Betty? Gott sei Dank, wo seid ihr jetzt? Schon wieder im Auto. Caro fährt. Ich glaube, gleich passiert irgendwas. Wir haben jetzt Shadow als Highlight nochmal bekommen. Wir wollen nur noch weg von diesem verfluchten Ort. Ist das in Caros Zustand eine gute Idee? Ja, ihr dürft keine Zeit verlieren. Sag Fontan, es tut mir leid, in was ich sie hineingezogen habe. Ihr dürft keine Zeit verlieren. Keine Sorge, das haben wir auch nicht vor. Oh. Ich glaube, wir realisieren immer noch nicht, was dort unten geschehen ist. Betty? Ich habe zwischenzeitlich anonym die Polizei verständigt. Die dachten erst, ich wäre eine Irre. Das wird ein Schock für die Ermittler werden, wenn sie auf die Leichen stoßen. Betty, ob das so eine gute Idee war? Ja, davon ist auszugehen, wenn sie überhaupt nachsehen. Darum sollen die sich kümmern. Wir haben noch ganz andere Sorgen. Ja. Es ist einfach so. Es ist einfach so. Deshalb habe ich auch mit unterdrückter Nummer angerufen. Lilly? Ich bin so froh, dass ihr drei in Sicherheit seid. Ich hatte solche Angst um euch. Aber wir müssen direkt weitermachen. Amy schwebt noch immer in Gefahr. Und Argus wird nun mehr denn je hinter uns allen her sein. Jetzt, da wir im Besitz des Buches sind. Es muss Hinweise darauf beinhalten, wie wir Argus vernichten können. Was macht dich da so sicher? Hoffen wir es ja, das steht außer Frage, ja.
warum auch immer das da drin ist, so, ne? Warum das da einfach, ja, naja, gut. Ben, Fontane und ich sind schon dabei, das Buch durchzusehen. Ich fasse es nicht. Leute, wir haben es. Der Schlüssel, um Argus zu besiegen. Hier steht ein Ritual, wie wir Argus bannen können. Der Allsehende muss erblinden. Bannung des falschen Gottes. Erde der Toten. Heiligtum eines Mörders. Objekt das Augenlichtstahl. Und Blut. Was? Blutschierling. Was? Erde der Toten, Heiligtum, okay. Also es ist bald überstanden, dann war das alles nicht umsonst. Das klingt ziemlich kompliziert. Es war auf jeden Fall nicht umsonst. Mhm. Wir werden schon irgendwie noch drauf kommen. Jenny? Erde der Toten? Heiligtum eines Mörders? Objekt das Augenlichtstahl? Blutschierling? Hab ich doch richtig gelesen, okay. Was soll das alles sein und wo sollen wir es herkriegen? Vielleicht hat Fontane eine Idee, Lilly. Das gilt es nun herauszufinden. Aber eines ist sicher, damit treten wir Argus in die Eier. Es hat sich mit den Falschen angelegt. Ende Episode 3. Alter. Was war denn das für ein cooles Ende? Was war denn das bitte für ein cooles Ende? Du hast das Ende von Episode 3 erreicht. Wir arbeiten bereits auf Hochtouren an der nächsten Episode. Werfe in der Zwischenzeit gerne einen Blick auf unsere weiteren Games. Sehr gerne. Orphans habe ich jetzt gerade auch erst fertig gespielt. Das ist noch nicht so lange her. Ja, wer zuerst kommt, mal zuerst. Ne? Hier ist ein Code. Ich glaube, das ist ein neuer Code, kann ich mir vorstellen. Naja, auf jeden Fall. Was gibt es zu sagen, Leute? Also Episode 3. War tatsächlich so, wie ich es erwartet habe. Also es hat meine Erwartungen wirklich erfüllt, muss ich zugeben. Und zwar, ich glaube, das habe ich auch öfter mal erwähnt, während der VIP-Folgen oder Orphans oder so. Und zwar aus dem Grund, war ich wirklich davon ausgegangen und ich habe immer wieder gesagt, ich habe auch immer wieder gesagt, dass das knallen wird in der Episode. Dass die, glaube ich, ein bisschen actiongeladener wird und, ja, ich glaube, da habe ich auch nicht zu viel versprochen.
Es war eine große Mischung. Also es war eine große, sehr gelungene Mischung, finde ich. Aus Spannung. Ne, es gab einen richtig schönen Spannungsbogen. Die ist echt gut aufrechterhalten worden. Und es gab Rätsel. Ich glaube, wir hatten zwei größere Rätsel. Es gab viele Videos wieder, viele kleine Bilder, viele Videos, viele Mediendateien einfach. Wir hatten viele super kleine Videos, super kleine Jumpscares. Also welche, die halt vielleicht so eine Art, tatsächlich auch als so eine Art Mini-Jumpscare gedacht waren. Ne, wo dann mal ganz, ganz kurz so eine Millisekunde so ein Gesicht da aufgeploppt kam. Und wo ich immer gesagt habe, das Geräusch war aber ein bisschen leise. Wir hatten Jumpscares, die es richtig in sich hatten, wo wir richtig angeschrien worden sind. Einmal sogar am Telefon, wo ich mich vorher erschrocken habe. Dieser Schrei. Und wir hatten zwei riesengroße Referenzen. Also eine größere und eine riesige. Und zwar hatten wir recht am Anfang die Referenz zu dem Spiel The Sign mit den 7 Tagen. Da hat Serena, hieß sie, glaube ich, hat zu uns gesprochen. Und wir hatten eine riesengroße Referenz zum Vorgängerspiel zu Orphans. Ich sage nur Hotel. Das ganze Hotel war quasi ein kleines Orphans. Und das ist krass. Diese Idee fand ich sehr krass. Quasi ein kleines Orphans mit in Argus einzubauen. Denn da gab es so viele Referenzen, die Stimmen, ne, dieses alles verlassen und dann die Stimmen, wo sie die Leute halt das Gefühl hatten, die müssen denen folgen, war eine starke Referenz. Die Geräusche, das Verlassene, zum Beispiel noch das Essen, das Vergammelte, dass das Auto, glaube ich, auch gesponnen hatte, und das vergammelte Essen war eine Referenz. Das war nämlich bei Orphans auch. Und wir hatten tatsächlich, jetzt kann ich sagen, Achtung Spoiler, wer jetzt nicht irgendwie, ne, noch groß, ein Jumpscare war 1:1, einer, ich glaube sogar zwei Jumpscares waren 1:1 aus Orphans übernommen. Und zwar zwei von den krassen Jumpscares, die wir hier hatten, die waren 1:1 aus Orphans übernommen. Wir hatten halt aber auch neue Jumpscares auch bei, ne? Nicht, das ist jetzt nicht so, dass die irgendwie faul waren oder so und gesagt haben, wir nehmen jetzt einfach irgendwie aus Orphans Jumpscares. Nee, die haben da richtig was reingesteckt. Allein um dieses Spiel im Spiel zu machen. Das Orphans in Argus zu machen. Sozusagen, das mit kleine Orphans. Das ist die Mühe, die da drin steckt. Und na klar haben wir dann auch einen Jumpscare von Orphans bei mit Waisenkindern, ne? Und das fand ich mega. Das fand ich absolut mega. Die kleinen vielen Videodateien, die vielen Bildchen, die wir bekommen haben. Immer mal wieder das, was ich auch schon oft erwähnt habe. Keine krassen Videos von den Darstellern. Also ich meine jetzt nicht, dass wie das gespielt ist oder so, ne? Das meine ich jetzt nicht. Ich meine die Videos selbst. Inhaltlich nichts Krasses meistens. Nicht super krass und voll die krass heftigen Texte oder sowas. Es waren meistens immer so kürzere Videos, aber die waren alle gut. Kurze, gute Videos. Und davon haben wir halt viele gehabt. Und die waren vollkommen ausreichend, finde ich. Absolut ausreichend. Das fand ich echt ganz gut, muss ich sagen. Das hat alles gepasst. Ja, und zu den Darstellern selbst habe ich jetzt auch wieder nichts irgendwie, wo ich dran kritisieren könnte. Fand ich alles gut. Fand ich alles super gemacht. Super rübergebracht. Und natürlich das Video am Ende war geil.
wo wir Argus gesehen haben, natürlich sieht man irgendwo, dass der Argus natürlich irgendwie animiert ist. Ne? Ich habe irgendwo auch eine Kritik gelesen, so, oh, ist ja voll, ich finde es voll schade, dass man sieht, dass das nicht echt ist. Ich bin so, boah, wirklich, dann liest du das und denkst dir so, ist das dein Ernst? Ist das dein Ernst? Du guckst doch auch nicht Harry Potter oder Star Wars und schreibst dann eine Kritik und kritisierst, dass das nicht real ist. So, wisst ihr, was ich meine? Und dafür ist es doch mega geil gemacht. Und vor allem, was halt geil gemacht ist, ist, dass am Ende Argus ja direkt zu uns spricht. Dass es auch wir nicht sicher sind, weil wir denken, wir sind hier sicher vor unserem Handybildschirm und sowas. Wisst ihr, was ich noch mega, mega krass gefunden hätte? Wenn Argus noch den Namen gesagt hätte. Hat er nicht, ne, glaube ich. Er hat uns als Spieler angesprochen, definitiv. Aber er hat den Namen nicht gesagt, ne. Das wäre noch krass gewesen, wenn das noch irgendwie mit drin gewesen wäre. Weil das fand ich immer gruselig. Ich glaube, bei Orphans war das. Ich weiß nicht, ob wir das bei Argus auch hatten am Anfang. Ich glaube, das hatten wir auch einmal, oder? Oder war das bei Orphans? Auf jeden Fall bei einem von beiden war es, oder sogar bei beiden, dass unser Name auch gesagt wurde. Und das war so ein kleiner was zum Henker-Effekt, so, ne? So ein, wie bitte? Wie habt ihr das jetzt gemacht? Ich weiß aber mittlerweile auch, dass nicht jeder Name genommen werden kann. Also, jetzt ein Name wie Jimpanse oder so. Ja gut, vielleicht hätte ja noch Jim, hätte vielleicht noch geklappt. Aber halt, wenn du jetzt irgendwie so einen super krassen Nickname oder sowas hast, das hätte dann, glaube ich, soweit ich weiß, nicht funktioniert. Aber, ja, so die bekanntesten wahrscheinlich und sehr, sehr viele. Und das wurde sich ja dann auch nochmal oder wird sich ja auch nochmal ausgebaut. Ja, krass. Und was natürlich auch cool ist, was mich sehr, sehr gefreut hat auch, dass wir Shadow wieder haben. Wir haben nicht Wolf, sondern Shadow. Und das finde ich geil, finde ich cool, weil ich tatsächlich ein bisschen auf Shadow gehofft habe. Weil wir jetzt bei Orphans hatten wir Wolf. Und Shadow ist echt eine Weile her, hatten wir bei Healing und Shadow hat auch eine Weile, eine ganze Episode oder so hat sie, glaube ich, ausgesetzt. Oder anderthalb oder so sogar. Und jetzt ist Shadow wieder da und das finde ich mega cool. Ich finde Shadow super gut. Ich habe die Chats mit Shadow immer geliebt, immer gemocht. Und hoffe und freue mich drauf und hoffe natürlich, dass das auch jetzt so bleiben wird mit Shadow. War eine sehr, sehr, sehr nette Überraschung. Ja. Was gibt's noch zu sagen? Lavradar? Lavradar, muss ich sagen, könnte ruhig ein bisschen mehr sein. Könnte ruhig ein bisschen mehr noch sein. Hier diese Sabrina, ne, die hier gerade schwarz ist, das war eine, tatsächlich, die haben wir nur bekommen durch VIP. Also ohne VIP bekommt ihr diesen Chat nicht. Ich finde aber allgemein, da könnte ruhig auch noch mal ein bisschen mehr, könnten ruhig noch einfach so just for fun so ein paar mehr Chats kommen. Einfach so als nette Abwechslung. Noch ein paar mehr. Ich glaube, wir hatten jetzt nur mit Melissa und war das, was sind die auch in der Episode? Ich glaube nicht, ne? Es waren nur Cleo und Melissa, glaube ich. Wenn ich mich nicht täusche. Aber ich finde, es könnte ein Ticken mehr Lavradar noch sein. So einfach zur netten Abwechslung. Ich fand die immer ganz cool und amüsant, die Chats. Auch diese kleinen Spiele, die man macht. Ich glaube, wir hatten ja dieses eine Spielchen gemacht mit diesen Emojis raten. Auch sehr, sehr cool, dass sowas eingebaut worden ist. Der Autorenchat war wieder super geil. Ich find's super, ich find's immer super, wenn Charlie dabei ist. Wenn man mit Charlie chatten kann und der einfach so als normale Chatfigur auftaucht. Ich find's total gut. Bitte lasst es so. Wir wollen Charlie immer als Chatfigur haben, bitte. Und wir hatten Hans, haben wir natürlich wieder. Wer bei mir Healing gesehen hat, ist jetzt auch egal, oder wer es noch nicht gesehen hat. Hans kann bei The Healing sterben. Beziehungsweise Hans kann bei The Healing sich selbst opfern. Je nachdem, wie man sich dann so entscheidet, wie man spielt und so. Hans kann aber auch überleben. Bei mir ist bei Healing Hans tatsächlich leider gestorben. Und hier war er auf einmal wieder dabei. Finde ich aber richtig, richtig gut, denn das zeigt, dass das so eine Art Reset ist. Neues Spiel,
Figuren wieder alle da, so ungefähr. Und das finde ich cool. Das mag ich. Weil wenn man so eine Figur aufgebaut hat und so eine Figur hat, eben quasi, ne, als Entwickler so, dann ist es doch auch doof, wenn man die komplett raushaut für immer. Ist doch auch irgendwie nicht schön. Irgendwie, ne? Weiß ich nicht. Ist schon schön, dass er auf jeden Fall da war. Hat mich auch sehr gefreut. Donial war auch wieder da. Die hatten wir, glaube ich, auch schon länger nicht mehr. Sehr, sehr cool. Ich habe den Autorenchat sehr gemocht. Und nochmal ganz kurz eine letzte Sache zu den Rätseln. Zweite Rätsel war wieder so ein bisschen ein typisches Rätsel. So ein Wegweiser-Rätsel. Ich glaube, das hatten wir bisher auch in jedem Spiel. Und die kommen wirklich häufiger vor. Was ich aber nicht schlimm finde, ich mag diese Rätsel. Weil das ist so eine Mischung aus. Man muss immer mal aufs Bild gucken und ein bisschen überlegen, wo sind sie jetzt, wie stehen sie vielleicht, wo müssen sie lang, so, was müssen wir antworten, und haben aber gleichzeitig diesen Chat. Also es ist so eine Mischung aus Rätsel und dieses, ne, diese Interaktion im Chat. Das ist so eine kleine Mischung aus beiden. Das finde ich halt cool daran. Das Tresorrätsel fand ich ein bisschen gemein. Das muss ich zugeben. Das ist, glaube ich, der einzige Kritikpunkt, den ich an dieser Episode habe. Naja, gut, außer dass vielleicht ein Ticken mehr Love-Radar noch hätte sein können. Aber der einzige Kritikpunkt, den ich vielleicht hätte, ne, wenn jemand mich fragt, habt ihr einen Kritikpunkt? Hast du einen Kritikpunkt? Ja, tatsächlich dieses Tresorrätsel. Nicht das Rätsel selbst. Das Rätsel selbst fand ich eigentlich cool. Das fand ich richtig cool. Einmal die drei Bilder von den Engeln fand ich super cool, dass wir die so geschickt bekommen haben. Die sahen auch echt super aus, die Bilder. Ein bisschen schwierig, natürlich mit den römischen Zahlen, aber es ist für mich schwieriger als für andere Spieler. Denn ich spiele das ja als Aufnahme, ne? Ich spiele das ja im Let's Play. Und ihr habt ja mitbekommen, ich mache das nicht gerne, dass ich hier irgendwie nebenbei in den Browser gehe und dann noch rumgoogle oder sowas. Man kann die Zahlen natürlich auch googeln, die römischen Zahlen. Also die hätte man locker auf jeden Fall rausbekommen. Man hätte auch die Rechenaufgabe rausbekommen, wenn man sich ein bisschen mehr Zeit genommen hätte, denke ich mal. Auch hier hatte ich persönlich das Problem, in Anführungszeichen, dass ich nicht zu lange an dem Rätsel hängen will. Auch mit dem Hintergedanken, ich will nicht, dass irgendwie die ganze Folge daraus besteht, wie ich an dieser einen Rechenaufgabe hänge. So, ne? Wisst ihr, was ich meine? Das Rätsel an sich war super. Sehr, sehr cooles Rätsel. Und auch absolut lösbar. Absolut lösbar. Also es ist jetzt auch keine Rechenaufgabe gewesen, die niemand hinkriegt. Es sind ganz humane, wirklich faire Rechenaufgaben. Also es war wieder eine sehr faire Rechenaufgabe. Also muss man einfach so sagen. Das sind halt einfache Rechnungen, die man wirklich im Kopf machen kann. Und nicht irgendwelche super krassen, wo du irgend so ein Mathe-Freak sein musst oder so. Hab sogar ich hinbekommen. Also, was heißt sogar, ich hab's hinbekommen, ich hab's ja nicht hinbekommen. Aber das hatte andere Gründe. Das habe ich ja auch erklärt ein bisschen. Weil man in der Aufnahme einfach erstmal ein bisschen weniger konzentriert ist. Und ich zusätzlich noch drauf konzentriert war, natürlich zu reden ein bisschen. Und zu gucken, welche Zahl, ne, welche, also das waren ja diese, war ja diese Blindenschrift, zum Beispiel, ne, was ist hier Blindenschrift 1 da, das erste Ding, was ist die erste Zahl, geguckt hier, das ist die Zahl, geguckt da, und nebenbei ein bisschen geredet und dann einfach halt die Rechenzeichen dazu genommen. Völlig blöd, ja, ich weiß, weil es ist Punkt vor Strich und ist was man irgendwie schon von Anfang an lernt. Ja, aber es ist halt so. Was soll man machen, wisst ihr? Was soll man machen? ist halt so gewesen, aber es hat mich halt ein bisschen geärgert. Und zwar am meisten hat mich dann daran, fand ich schade, es hätte so eine Art, ich weiß nicht, ich glaube, die gab es nicht, ne? So eine Art Vorwarnung geben sollen, dass wir wirklich nur einen Versuch haben, dass wir so irgend sowas wie guck lieber nochmal genauer nach oder sowas. Ich würde es noch ein zweites Mal rechnen oder irgend sowas. Einfach, dass man als Spieler denkt, na okay, wenn das Spiel mir schon sagt, ich soll lieber nochmal ein zweites Mal gucken, dann sollte das jetzt schon verdammt nochmal richtig sein. So ungefähr, ne? Irgendwas, was uns sagt,
dem Spieler sagt, scheiße, ich muss das jetzt in einem Rutsch lösen. Weil bisher war es ja bei den Spielen immer so, dass man durchaus auch mal eine Antwort geben durfte, die halt, ne, dann war die halt falsch. Und dann haben wir aber vielleicht nochmal einen kleinen Tipp gekriegt und hatten dann aber nochmal einen Versuch. Also wir wurden immer so ein bisschen gelenkt durch das Rätsel. Ich glaube, wenn man es dann mehrmals verkackt hat, dann okay, dann ist vorbei gewesen. Zum Beispiel bei Orphans gab es so ein richtig cooles Rätsel. Achtung, Spoiler, wer das nicht wissen will, ne, jetzt wegmachen oder weiterspulen, irgendwie eine Minute oder so. Oder eine halbe ab jetzt. Da gab es auf jeden Fall ein Rätsel mit der Bombe, mit einer Bombe, und da musste man halt einen Draht nehmen, ne? Und man konnte auf jeden Fall aber einen Draht zerschneiden, ohne dass gleich alles in die Luft fliegt. Aber es war halt trotzdem nicht der richtige Draht. Man hatte dann noch einen zweiten Versuch. Ne? Und sowas mit so einem zweiten Versuch und dass man halt vielleicht gewarnt wird, dass man nur einen hat oder so. Das wäre ganz nett gewesen, weil man würde ja schon gerne alles mitnehmen. Das ist halt das, was ich schade daran finde, weil ich bin ein Mensch, der will wirklich alles immer mitnehmen. Und die Zuschauer wissen das, die hier zumindest regelmäßig reingucken, denn ich nehme ja auch jeden VIP-Inhalt mit und alles, ne? Und natürlich auch, um es vielleicht mal Leuten, ja, zu zeigen, die vielleicht gerade nicht die Kohle und so weiter haben, weil ich es einfach schade finde, ne? Wisst ihr ja, dass man so eine coolen Inhalte dann nicht sehen kann. Ne? Na klar, kann man sagen, ja, Pech so ungefähr. Na, aber ich finde es echt schade, weil das sind ja wirklich Sachen, diese ganzen Darstellervideos, ne? Die haben sich da Mühe gegeben, erklären sich da so ein bisschen und reden, erzählen ein bisschen was über sich und so und wie sie dazu gekommen sind. Und ich finde es schade, dass das nicht jeder dann sehen kann. Das finde ich echt ein bisschen schade. Wobei Reality Games aktuell dabei ist, auch auf Instagram Darstellervideos zu posten. Da werden bestimmt auch noch ein paar kommen. Ja, das gleicht das auch so ein bisschen vielleicht wieder aus, ne? Aber auf jeden Fall das mit dem Tresor ein bisschen schade. Und wir haben halt danach einen Tipp von Tim bekommen, mit Punkt vor Strich, wo man sich denkt, ach scheiße, er hat recht, oh nein, das habe ich nicht beachtet und so, ne? Habt ihr ja mitbekommen. Und dann denkt man sich, okay, dann machen wir es halt jetzt. Die Zahl, dann war die Rechenaufgabe falsch, aber das zweite war definitiv richtig. Zumindest bin ich von ausgegangen, dass da diese 63 oder was richtig war. So, und dann... Und dann heißt es auf einmal, wir können aber nicht mehr, wir haben keinen Versuch mehr. So, wir kriegen den Tipp. So, dieses Gelenke, was ich gerade meinte, ne? Wir wurden einmal nochmal in die Richtung gelenkt. Ja, halt, aber Punkt vor Strich. Warum sagt Tim das nicht als zuerst? Wisst ihr, was ich meine? Wir haben doch zuerst schon die Zahl gesagt, die erste. Da hätte Tim noch schon reingrätschen können. Dann hätten wir ja quasi unseren zweiten Versuch bekommen schon, ne? Aber ich gebe die Hoffnung noch nicht komplett auf. Ich glaube, es wurde auch irgendwie erwähnt, ja, wir haben jetzt gerade erstmal nur einen Versuch gehabt oder so. Wir müssen das erstmal sein lassen. Irgend sowas in der Art. Da war irgendwas mit erstmal oder, ne? Zumindest war da, glaube ich, irgendwas, wo ich kurz gedacht habe, okay, vielleicht kriegen wir ja doch noch einen Versuch. Vielleicht ist es nicht umsonst gewesen, dass Tim uns das nochmal gesagt hat. Kann noch passieren. Ne? Kann vielleicht noch passieren. Ansonsten werden wir auf jeden Fall in der zweiten Argus-Runde, wenn wir dann das Bad Girl spielen, spätestens da werden wir dann den Tresor auf jeden Fall öffnen. Ne? Und alle, die jetzt zuschauen, haben dann wahrscheinlich eh schon selber gespielt oder woanders geschaut, bei den Leuten, die den halt geöffnet haben. Aber ich werde ihn dann auf jeden Fall öffnen im Let's Play. Und ja. So, ansonsten gibt es auch nichts weiter zu sagen. Wir haben genug, glaube ich, Fazit gegeben für die Episode. Dann sage ich wie immer am Ende einer jeden Episode, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefällt, lasst gerne Feedback da, einen Daumen nach oben, einen Kommentar und wenn ihr möchtet, sogar ein Abo mit aktivierter Glocke, damit ihr nichts verpasst. Und wer Fragen hat oder direkt irgendwie Kontakt mit mir aufnehmen will, direkt Feedback geben möchte, Fragen hat oder ähnliches, der kann mich auch auf Instagram kontaktieren, SebastianYo2. Und ja, was ich auch immer nochmal erwähnen wollte, tatsächlich, witzigerweise heute, wo ich es aufnehme jetzt, ne, beziehungsweise jetzt Montag, also jetzt gestern, wurde das von Reality Games auf Insta tatsächlich gepostet, die liebe Mika aus der Gruppe, also wir haben eine WhatsApp-Gruppe, die liebe Mika hat
da einen Post gemacht. Reality Games folgt ihr da, ne? Sie hat da so ein Roleplay-Account und Reality Games folgt ihr. Und die haben dann ihre Story halt übernommen und da hat sie halt gesagt, hey, wer Lust hat und so, ne, kann gerne in die Gruppe reinkommen. Ist halt so eine WhatsApp, ich nenne es mal Fangruppe. Und da kann man sich so ein bisschen austauschen. Natürlich, da sind gerade sehr viele Leute drin. Da wird man von Nachrichten teilweise bombardiert. Da gibt es sehr, sehr viele Nachrichten. Man muss die Gruppe auf Stumm stellen. Man muss vieles einfach überlesen, sich gegenseitig markieren. Man muss damit lernen, umzugehen. Das auf jeden Fall. Man muss damit zurechtkommen, lernen, umzugehen. Aber trotzdem kann man immer sich über die Spiele austauschen. Natürlich wird nicht permanent über die Spiele geschrieben. Das geht auch gar nicht. Aber wenn man selbst zum Beispiel bei einem Rätsel nicht weiterkommt oder so, ne, hätte ich jetzt einfach gesagt, ich mache jetzt einen Stopp, mache einen Screenshot von dem Rätsel mit dem dieser Rechenaufgabe oder so und poste das einfach in die Gruppe rein und dann, hey Leute, so, ne, hat jemand da die Lösung und keine Ahnung, da wird einem immer geholfen. Da ist immer jemand, der einem dann weiterhilft. Das ist das Schöne daran. Und wenn man irgendwie, ne, auch wenn es nur darum geht, hier, wen tippt ihr als Täter oder sowas. Und sogar als die Episoden jetzt 2 und 3 rausgekommen sind, wurde am Anfang noch extra gesagt, ja, Leute, bitte nicht zu viel jetzt hier inhaltlich reinhauen, ne, wegen Spoilern. Auch darauf wurde ein bisschen geachtet und so. Ist schon ganz cool, auf jeden Fall. Und man kann hier und da auch eine Einzelperson vielleicht mal kennenlernen, mit der man dann vielleicht sich auch übers Spiel austauschen kann oder so. Ne, wollte ich nur noch mal erwähnen, dass diese Gruppe auch existiert. Natürlich, Reality Games hat jetzt schon eine Story gemacht. Da kam ein ganz großer Schwung tatsächlich rein. Vielen, vielen Dank dafür an Mika und Reality Games. Und ja, hat auf jeden Fall sehr, sehr viel gebracht, muss man einfach sagen. Und trotzdem möchte ich nochmal erwähnen, dass wer möchte, kann auch dort in diese Gruppe reingehen. Oder halt, beziehungsweise, ne, ihr wisst ja gar nicht wie und so. Schreibt mich dann an, wenn ihr Interesse habt. Dann kann man da auf jeden Fall was regeln, sozusagen. Ja, und ansonsten, ne, weil man sieht ja manchmal auch, wenn man jetzt einfach den Link da reinknallt, das haben wir jetzt gemacht. Und da kann dann halt jeder x-beliebige Klick drauf und hüpft in die Gruppe. Natürlich kommt die große Masse rein. Deswegen mache ich das hier so, dass ich das bei Einzelpersonen quasi dann mache. Ne? Wenn ich dann kontaktiert werde und ganz lieb gefragt werde, so sagen, dann sage ich das mal, hey, ich hätte davon Interesse, kannst du mich vielleicht da einladen oder so. Ne, so meine ich das. Auf jeden Fall sehr, sehr cool, dass sie existiert. Wollte ich einfach auch nochmal erwähnt haben. Ne? Das letzte Mal hatte ich sie, glaube ich, bei dem Finale von The Healing oder so erwähnt. Naja, jetzt haben wir eine ganz schön lange Folge gemacht. Hätte jetzt aber auch nicht gedacht, dass ich es bis zum Ende schaffe, aber war eine ordentliche Episode. Hat mich sehr gefreut, die Episode. Hat sehr viel Spaß gemacht und hat auch, ja, eigentlich alle Erwartungen erfüllt. Und von der Länge her war sie auch absolut in Ordnung. Jetzt heißt es dann wieder warten auf Episode 4. In der Zwischenzeit wird es wahrscheinlich wieder einige VIP-Inhalte geben. Und ich bin gespannt, ob wir zuerst Episode 4 bekommen werden oder vielleicht etwas anderes. Wir werden sehen, was Reality Games noch zu bieten hat und können gespannt sein. Und natürlich werde ich dann auch wieder mit meinen Let's Plays am Start sein. Aktuell bin ich bei Duskwood. Da ging jetzt gerade die erste Folge online. Also wer Bock hat, kann da gerne mal reinschauen. Naja, ansonsten würde ich sagen, wünsche ich euch noch eine... Ja, wann kommt die Folge? Die wird morgen, glaube ich, kommen. Wünsche ich euch noch eine angenehme Woche und schon mal einfach so, bevor ich es vergesse, ein schönes Weihnachtsfest und so, ne? Und wenn ich mal einschalte, dann natürlich auch frohes neues Jahr und alles und bla bla bla. Naja, okay. Google, hör doch mal jetzt auf zu labern. Ich will ins Bett gehen. Ja, tue ich jetzt auch. Vielen Dank fürs Zuschauen und dann bis zur nächsten Episode beziehungsweise VIP-Special-Folge oder bei Duskwood. Macht's gut, bis dahin. Ich sehe alles.